nicht mal mit deinem. Willkommen hier zurück bei Batman Arkham City. So, letztes Mal habe ich ein bisschen blöd angestellt leider, weil, ja, wie soll ich sagen, bin dann doch irgendwie in die Leute reingesprungen. Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah noch beschissen aus und heute der. Und das hat dann leider dazu geführt, dass ich gestorben bin, obwohl ich nur noch zwei Gegner hatte und dann war da so eine blöde Miene und die hat dafür gesorgt, dass ich gestorben war. So, da, den dürfen wir nicht. Okay, mein Schatz. Kümmer du dich doch schon mal um Batman. Wenn ich den jetzt ausschalte, habe ich keine Chance mehr, den zu verhören. Weil der eigentlich gar nicht mal so schlecht steht gerade. Genug von dem Mist. Seht zu, dass ihr die Minen legt. Dieser Kerl trägt eine Mine mit Annäherungszünder. So, die Waffen ausschalten haben wir schon gemerkt beim letzten Mal, bringt nichts, weil die sich sofort neue holen. Hörst du mich? Wenn ja, dann verrat meinen Jungs, wo du steckst. Ja, ja. Hilf ihnen dabei, es kurz zu machen. Ich sitze in Arkham City fest und Joker sagt mir, was ich zu tun habe. Alles wie immer. Genau das. So, das war der eine mit Annäherungszünder-Typ und da oben ist der andere. Ach shit. So, darf ich mal eben. So, bin schon weg. So, die werden jetzt. Genau. Irgendjemand fehlt da drin. Bist du das? Das war gerade mega knapp gerade. So, da hinten ist noch einer mit Annäherungsmine. Wieso diesen Nebel gemacht? Wieso haben wir keine Rauchgranaten? Hier ist jemand. So, der da unten, den muss ich ausschalten. Ein Ihmchen da. So, der guckt noch hier runter. Muss ich kurz warten. Nicht gut. Er wacht nicht auf. Tja, hab ich so hart zugeschlagen, wa? So, kann der mal bitte weitergehen da? Der verarscht uns nur. Ich kann da nicht auf die Treppe, die fehlt nämlich. Das ist blöde. Komm, geh doch mal nach vorne mit deiner komischen Mine da. Die anderen sind unten, die sind jetzt egal. Aber der muss weg. Der muss weitergehen. Scheiße. Alles okay, Jungs? Es ist nur Batman. Er hat in seinem Leben vermutlich noch nie einen umgebracht. Tja, aber wer weiß. Vielleicht hat er ja vor irgendwann. Na toll. Das hat ja wunderbar funktioniert. Hat er sich genau in dem Moment umgedreht. Mist, da ist einer mit dem. Ja, ja, der guckt wahrscheinlich gleich hier hoch, ne? Komm, wach auf! Er ist zurück! Nö. Du wirst mir nicht entkommen. Granate! Uiuiui, das war gerade knapp. So, alles klar. Ich muss nämlich bei denen noch aufpassen, die können mich ja noch sehen. So, ich will jetzt den Anregungsminen-Typen ausschalten. Also mein Plan, wir schwärmen aus. Wir finden den Bastard, alles klar? Genau. Er hat die Wahrheit gesagt. Die Minen jagen uns nicht in die Luft. Ah, cool. Ich könnte den natürlich. Sehr gut, der geht nach unten. Er lässt euch Idioten wie Vollidioten dastehen. Das ist mein Job. Nein, ich bin nicht da. Es könnte sein, dass die Mine hochgeht. Ich gehe lieber hier rum. So, komm. Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten hier das Sagen. Mann, manchmal frage ich mich schon, ne, Batman. Manchmal frage ich mich schon, was der da macht. So, jetzt aber. Drei kleine Schweinchen sind noch über, genau wie eben. Zum Teufel ist der hin. Das ist der Klang eines eurer Kegel, der auf etwas Hartes klatscht. Ich hoffe. So, jetzt sieht die Sache schon ganz anders aus. Vielen Dank. Was? So, jetzt machen wir einmal diesen. Was zum Teufel ist hier los? So, jetzt müsste es das auch passen, ne? Mann ausgefallen! Waffe ausgefallen! So. Was muss ich dir brechen, damit du mir die Wahrheit über Riddler erzählst? Dick. Du musst mir nichts tun! Ich werde reden! Das höre ich gern. So, Geheimnisse fürs Stahlwerk hinzugefügt. Sehr gut! Aha. So, jetzt will ich aber schnell noch die eine für Catwoman. Du hast alle ist schon markiert, okay. Traurig sein. Doch in Wahrheit bin ich froh. So froh wie seit Jahren nicht mehr. Was ist mit dir?
vor allem... Tritt in 20 Minuten in Kraft. Oh, noch 20 Minuten. Eieieiei, jetzt wird's natürlich haarig. So, hier war noch irgendwas mit einem Diplom oder sowas, was einer ausgestellt hat, der einen Clown gefrühstückt hat. Ja, komm. Geschenkt. Irgendwo hier ist noch was mit Joker. Warte mal. Objekt zu klein. Ach, guck mal hier. Harley Francis Quinzel. Das ist Harley Quinns richtiger Name. So, so. Alles klar. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, als nächstes, da oben müssen wir hin. Alles klar. Und hier ist aber irgendwo noch eine Riddler-Trophäe. Auf der Karte ist noch eine zu sehen. Direkt vor mir, beziehungsweise hier unten wahrscheinlich. Eine Etage tiefer. Da vielleicht? Ach, da war sie. Okay. Alles klar. Kein Problem. So, wo muss ich denn lang überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hinter mir geht's weiter. Also da oben. Ich wette hier die Tür durch, oder? Ja, das sieht gut aus. Okay. Oha. Werden die zwei wieder eins, wenn man sie zusammenbringt? Nicht mehr, wa? Oh, scheiße. Hier sind... Ach du Gott, hier sind ja überall diese Minen. Oh, shit. Ich glaube, ich bin tot, bevor ich... Ja, okay. So. Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt können wir auch das hier machen, ne? Mit den Teilen hier. Warte mal, wo ist denn mein... Wo ist denn meine Distanz? Ach, da. Nicht den. Wo ist denn die Distanzstrom? Hallo? Ach, da. Nein. Die meine ich. Wie, das ist kaputt. Ach nee, Quatsch. Die habe ich ja schon weggefahren. Ich muss jetzt hier mit dem Freeze-Schutz. Genau, das ging nämlich nicht. Ich konnte hier nicht durch, weil hier die ganze Zeit dieses Gas an war, was wir nicht... Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Wegen den scheiß Minen. Nicht, dass ich noch mehr reinrenne hier. Da ist auch noch eine. Ja, toll. Die habe ich nicht gesehen. Klasse. Bin gleich hier tot. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Oh, ist das Harley da oben? Warte mal. Tatsache, hä, wieso steht die da rum? Hat Joker keinen Bock mehr auf die oder was? Hä? Wieso kann ich hier nicht hochklettern? Wieso? Warum? Mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Freeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Aha. Finde im Stahlwerk die Freeze-Technologie, die Joker gestohlen wurde? Ja. Gut, Knebel lösen, befestigen. Wage es ja nicht! Ach, hör auf. Okay. Ja. Wenn du nicht sofort damit aufhörst, sage ich es und ja, er okay. Wird dann richtig sauer. Ich lass das mal, ne? Ich meine, sie kann ja eh nichts machen. So. Neue Nebenmission. Mal gerade schauen. Alles klar. Find im Stahlwerk die Freeze-Technologie, die von Joker gestohlen wurde. Das machen wir doch, oder? Ah ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Hier haben wir erstmal. Ups. Nein. Ach Gottchen, ja. Ich drücke jetzt, glaube ich, gerade alle Knöpfe, die ich habe. Vier war. So, danke. Wie kommen wir da hin? Wo soll das vor allem sein? Da führt doch hier nirgendwo eine... Da ist unser Ziel, ja. Ich muss nochmal zurück. Hä? Wo soll denn das sein? Ah, hier komme ich gar nicht raus. Oder rein. Dies ist ja ein Traum. Ja, dann muss ich ja hier wieder durch, ne?
Hilft ja alles nix. Okay, das scheint echt egal zu sein, ob man den Knebel antran oder weglässt. Gut, so, eben Dingsbums hat er den versteckt. Aber wo soll das denn sein? Hier vielleicht, bei der Schmelzkammer, weil hier ist noch, war hier nicht ein Aufzug? Warte mal. Ich muss mal eben gucken gehen. Wo geht's hier noch hin? Ah, hier sind wir jetzt oben von den Gittern. Ja, warte, ich mache hier mal gerade den. So, hier geht's nicht weiter. Da können wir die Klappe runter machen. Ja, wo ist denn jetzt der Weg? Welcher? Schmelzkammer. Da ist das. Ne, da hinten. Hier ist ja auch nichts. Wie kommt man denn da hin? Vielleicht hier in den Zwischenboden rein? Nein, hallo, Batman, bitte. Nein, nicht Eckendecke. So, nicht Eckendecke, ja, nicht Eckendeckung. So. Nee, hier geht's auch nicht lang. Okay, schade. Dann bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Wo ich da genau hin muss dafür. Ich will erst die Sachen haben von Freeze. Wo soll denn das sein? Also hier kann es auf keinen Fall sein. Das muss doch hier irgendwo sein, oder? Oder hier, dass von hier noch irgendwie ein Weg runterführt. Gute Frage, nächste Frage. Warte, ich gehe mal gerade hier auf den Dating-Modus. Vielleicht ist ja ganz unten noch eine Möglichkeit, irgendwo eine Tür zu öffnen. Da ist die Tür für Dings, genau. Das ist nur für die Gegner, oder? Ja, ganz offensichtlich. So, da geht's wieder zurück und da geht's dann auch wieder dahin zurück. Tja, dann ist hier nichts mehr. Okay, dann gehe ich mal in den nächsten Raum gucken. Kann ja dann nur noch hier irgendwo sein. Gute Frage, nächste Frage. Ach, scheiß Minen, ey. Bin gleich tot. Dann kann ich den ganzen Mist nochmal machen. Ein paar XP wären vielleicht nicht schlecht, ja? So, sie sagt mir auch nicht, dass der das ganze Zeug da versteckt hat. Ja, schön. Aber wo soll denn das sein? Hä, hat jemand etwa wieder den Knebel befestigt, oder was? Hä, ich hab das doch eben weggemacht. Komisch. Ja, dann werde ich richtig sauer, genau. So, mal gerade nochmal schauen. Das muss doch hier irgendwo sein. Irgendwo muss es doch hier. Ich gehe nochmal hier hoch. Warte mal. Was ist denn hier mit dem Luftschacht? Geh mal hier rein. Warte. Ach nee, da komme ich nur hier. Ja. So, und da geht's wieder zurück. Ich verstehe es nicht, Leute. Wo soll denn das sein? Oder von hier geht noch irgendwie ein Weg runter. Kann ja nur noch daher gehen. Woanders wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt hier gleich die ganze Halle abgesucht und nichts gefunden. Ja, das war klar. Irgendwann musste das ja passieren. Ich bin so doof, einfach. Ich bin so doof.
du nur wüsstest, was ich vorhabe. Ja, zum ja, ja. Sterben gut. Schnauze, Kind, Grafikfehler, Joker. So. Was muss ich jetzt nochmal alles machen? Wahrscheinlich alles. Ich muss wahrscheinlich jetzt nochmal gegen alle kämpfen. Ich muss alles einsammeln. Ach, scheiße. Nee, Gott sei Dank nicht. Wäre ja auch noch schöner. Was? Hat es dir Spaß gemacht, ein wehrloses Mädchen zu hauen? Ja, ich hab dich doch gar nicht gehauen. Was erzählst du denn da? So, darüber. Oder? Nee. Andere Seite. Da geht's nämlich nur wieder zurück in die Haupthalle. Ja gut, ich weiß nicht, wie wir zur Friedenssache kommen. Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Welche Puppe hat das gesagt? Keine Ahnung. Hier ist noch was zum Hacken. So, mal schauen. Stärken. Okay. So, haben wir die markiert schon? Nein, haben wir nicht. Dann mache ich das mal eben. So, eine Riddler-Trophäe. Und Stufenaufstieg. Gezielter Free Flow. Was ist das denn? Wenn beim Erreichen einer Combo von 12 oder mehr keine Spezialkombo-Bewegung eingesetzt wurde, geht Mad Batman in den Free Flow-Modus über. Dabei bewegt er sich schneller und seine Reaktionsgeschwindigkeit nimmt zu. Der Einsatz einer Spezialkombo-Bewegung führt allerdings dazu, dass der gezielte Free Flow-Modus zurückgesetzt wird. Verbesserung wirkt bei allen spielbaren Charakteren. Cool. Aber wie gesagt, dann kann ich keine Kombos einsetzen, sonst ist das Ding sofort wieder weg. Konzentriert deinen Angriff auf einen einzelnen bewaffneten Angreifer und zerstört seine Waffe dauerhaft. Der Angreifer eignet sich besonders zum Einsatz gegen Feinde mit starken Waffen, da verhindert wird, dass diese Waffen in der Nähe in die Hände anderer Gegner fallen. Das ist ja geil. Setze diesen Angriff taktisch ein, um gefährliche Waffen bereits zu Beginn eines Kampfes gegen viele Gegner zu zerstören. Diese Spezialkombo-Bewegung kann eingesetzt werden, wenn die Kombinationspunktzahl, Kombo-Punktzahl bei 8 oder darüber liegt. Das ist mega. Das will ich haben. Dann kann ich ja die Schusswaffen deaktivieren und auch ja die anderen Sachen alle, ne? Denke ich mal. Das müsste auch gehen. Ladebuch, da oben ist unser Ziel. So, ich würde gerne die Scharfschützen erst ausschalten. So, kann ich mich um die drei da kümmern? Der alte Sharpie war auch komisch. Genau wie Strange. Vorsicht, Batman ist hier! So, fallt erstmal ein bisschen um. Genau. Dann merken die da oben, dass die Waffen nicht gehen. Und in der Zeit kann ich mich hier unten um die alle kümmern. So, Multi ausschalten. Bam, bam. Und bam. So, bevor ihr da oben wieder auf dumme Gedanken kommt. Erstmal her damit. Hallo? Ich wusste, du hast Angst vor mir, Batman. Was macht er da? Keine Ahnung. So, und ciao. So, da hat uns Joker wunderbare Pfeile auf dem Boden gemalt, aber ich will erst wissen, wie ich zu Freeze sein Zeug komme. Wie komme ich da hin? Wo geht's denn hier lang? Oh, schau mal, Lastenaufzug. Und da. Und da ist noch ein. Ah. Warum suchen wir da nach ihr? Sie hat sich vermutlich verlaufen. Du weißt doch, wie sie ist. Immerhin sieht Jay wieder besser aus. Ja, Mann. Seit Wochen legt er in diesem kleinen Raum alle Ärzte um, die ihm nicht helfen können. Und plötzlich geht es ihm wieder gut. Jimmy sagt, er hat gesehen, wie er nach draußen ging. Jimmy erzählt nur Mist. Ich habe ihn gerade beim Lachklavier gesehen. Echt? Komisch. Jimmy sollte wohl damit aufhören, das Zeug zu saufen, das er in den Lagerräumen gefunden hat. Scheint seinem Kopf irgendwie nicht zu bekommen. Ich glaube, Jimmy sollte generell nicht saufen. Wir bewegen uns, Gott.
Scheiße, wo ist denn der Strom noch auf? Halt, wir fahren hoch. Wieso fahren wir hoch? Ich bin's nicht. Oh, aua. Okay. Das tat weh. Ich muss unter den... Hallo. Danke. So, hi Jungs. Ich kümmere mich später um euch. Ich muss nur erstmal hier runter. So. Und dann sagte sie, dass ich auf keinen Fall komplett bin. Echt witzig, Mann. Und was passierte dann? Hey Jungs, ich hoffe, ihr habt nichts. Plopp. So, ciao. So, wo ist Batman? Ach so, die... Ja, komm. Kann ich in den Aufzug irgendwie rein? Wo du auch steckst, Batman? Das hier ist noch nicht vorbei. Schade. Ich muss wahrscheinlich von oben da irgendwie rein, aber das mache ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. So, was bleibt von einem Komiker, wenn man ihm seine Trickkiste wegnimmt? Keine Ahnung. Oh, Alter, was ist hier los? Wo kriegt der Boss eigentlich diese Dinger her? Okay. Sind aber nur zwei, das ist gut. Ne, sind drei, okay. Schalt mal die aus, weil der vorderste schießt. Der wird das nämlich merken sonst. So, wenn ich jetzt gleich dran denke, versuche ich mal vielleicht... So, hi! So. Dass ich gleich die Dinger ausschalte. Eieieiei. Geht ja wieder gut los. Danke. So, Spezialkombo verschrotten hätte ich gerade machen können. Toll, danke. So, jetzt. Yeah! So, das war's dann mit der... Geil. Das ist ja cool. So, nochmal verschrotten. Geil, dann wirft er das auf die anderen. Wie cool. Oh, ich sehe nichts. Scheiße. Warte mal. So. Ist der gerade voll da oben geflogen. Oh, ich glaube, ich habe den zum Verhören ausgeschaltet. Oh nein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm. So, setz dich mal aufs Sofa, mein Freund. Ich sagte, setz dich. Er will sich nicht setzen. Ich hoffe, das ist aber nicht schlimm, ne? Das wäre sonst echt fatal. Dann hätten wir nämlich, ja, wie gesagt, keine Möglichkeit mehr, alle Rätsel freizuschalten. Und das wäre schlecht, würde ich sagen. 9 Harleyköpfe zerstört. So, hier soll es jetzt noch irgendwas geben. Kann man die eigentlich zerstören? Okay, irgendwie. Ach, damit geht's. Okay. Jokers Funhaus. Ja, vielleicht ist das ja auch wieder so ein... Ach, guck mal. Hallo. Komm zu Papi. So, wo ist denn jetzt den Priest seine Waffe? Irgendwo da hinten. Okay. Das hier? Nee. Was ist das denn? Warte, scan das mal. Ah, das ist das mit dem Komiker. Alles klar. Ein Huhn, ein Fisch. Eine Brille mit irgendwelchen komischen Augen und ja, die Pistole mit dem Bang, die ist auch gut. Die ist auch cool. Ach, hier, wo es dampft, der war ja klar. Freeze-Granate. Erzeugt einen Freeze-Explosionsschuss mit großem Wirkungsradius, mit dem sich mehrere Gegner gleichzeitig am Boden festfrieren lassen. Gefangene Feinde sind aber immer noch in der Lage, ihre Oberkörper zu bewegen und anzugreifen. Alles klar. Freeze-Granatenverbesserung. Das würde ich ja jetzt gerade gerne mal ausprobieren. Warte mal, ist das... Nee, das ist nicht das, ne? Das ist hier das, oder? Freeze-Granate. Okay, es ist schon ein relativ großer Radius, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also wenn die Gegner eng zusammenstehen, dann kann man das Ding einfach da reinwerfen und Spaß dabei. Würde ich sagen. Kommt hier noch mehr? Nee. Ja, das ist ja geil. Okay, dann sind wir jetzt gut gewappnet gegen den Joker, würde ich sagen. Wobei es ist halt die Frage, ob er gegen uns überhaupt kämpfen will. Ich würde jetzt zu gerne diese Granate einfach in den Aufzug werfen. Hi Jungs, na? So, ich würde aber sagen, ich mache hier nochmal eine kleine Pause und dann kämpfen wir in der nächsten Folge gegen Joker. Wenn er denn gegen uns kämpfen möchte oder wieder irgendeinen Plan hat. Ich weiß es nicht, aber das sehen wir in der nächsten Folge von Batman Arkham City. Und dann kümmere ich mich auch um die Käfigaffen da oben.
Bis dann.